So, und damit, hallo Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer von Star Wars Jedi Survivor. Schön, dass ihr mit dabei seid, Bock drauf, und man hört nichts. Ja, wir sind wieder auf Jedha. Wir haben im letzten Video ja die Raumstation abgeschlossen und haben uns auf den Weg zu Jedha gemacht, um diese zwei komischen Fuddeldinger, diese mechanischen Geräte, dem Typen mitzugeben. Ich habe den Namen nicht vergessen, diesen alten Jedi. Und sind dann hierhin gereist, weil hier ist ein Lager der Rebellen, für zwei Rebellen, in welches aber jetzt gerade das Imperium einmarschiert, um da irgendwas zu suchen. Und dafür, ich glaube, Merila. Ja, steht ja nicht dabei. Die hat sich einen anderen Weg genommen. Ich glaube, die will die alle aufhören. Was soll das Shuttle in etwa eintreffen? Wie könnte sich jemand reinschleichen? Du entkommst uns nicht! Das werden sie bereuen. Inkompetent. Plötzliche Bewegung nicht vorhergesehen. Sie werden es bereuen. So, meiner. Kannst mir ja helfen. Ich weiß zwar nicht, wie viel das jetzt noch gut sein soll, aber. Muss ich da runter? Muss ich runter? Das Ding dreht immer voll am Kabel gerade, oder? Ist ein bisschen windig hier. Ja, den einen Balken, den haben wir vorhin beim letzten Video schon rausgezogen. Der hatte sogar ein paar Töne abgespielt. Das funktioniert aber jetzt noch. Doch, das funktioniert. Das funktioniert. Das ist ganz schön knapp. Das funktioniert aber nicht. Kommen wir ja nicht anders. Genau das meine ich. Das funktioniert nicht. Das heißt, ich muss erst woanders hin. Ich muss da eine Windbremse einbauen. Aber. Gar nicht hin. Ja, der will jetzt wahrscheinlich mehr einfach chillen. Das Ding ist, wenn ich zurückschieben kann ich ja auch nicht. Warum ist halt hier so windig? Kann ich auch gar nicht mehr zurück. Ja, wird auch nicht funktionieren. Ja. Ja. Ich kann aber dran springen, aber dann klatscht mich der Gegner direkt aus dem Leben. Ich mach da nur mal Pet, sondern fliege ich da hinten hin. Da komme ich gar nicht hin, da komme ich nicht. Wenn auch hier alles Road ist. Okay, das hat nichts gebracht. Komme ich gar nicht hin. Ja, dann verstehe ich jetzt nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Weil ich kann ja nichts machen. Ah.
für Pilger kommen überhaupt so weit raus? Stell dir vor, diese Stürme zu durchqueren, nur um einen sicheren Ort zu finden. Tja, eine Zuflucht ist wohl unbezahlbar. Okay, das sollte uns ein wenig Deckung verschaffen. Also war eigentlich so gedacht, dass ich hier runterfahre. What the fuck, Alter? Alles sicher. Willst du mich verarschen? Boah, ich hab doch jetzt schon keinen Bock mehr auf diesen Pack hier. Die Frage ist auch, wenn ich da auch bin, wo soll ich denn überhaupt dahin? Stange auf jeden Fall nicht fest. Und hier komme ich doch nicht weiter. Das ist grün. Ja, der hält sich doch da gar nicht fest, der Eierkopf. Achso, so war das gedacht. Baron sagte, das wäre der Weg zu einem Hintereingang, oder? Hoffentlich findet sie einen anderen Weg für diese Flüchtlinge. Sie haben genug durchgemacht. Der Ding ist so, wie das jetzt hier bringt. Ich glaube, das ist nicht so geplant. Jetzt wird so viel, was denn jetzt hier bringt. Der bringt mir doch jetzt hier echt Nuppes. Da komme ich hier noch nicht hin. Oder da soll ich auch gar nicht hin. Ich blick's nicht. Ich blick's echt nicht. Was soll mir das Gitter jetzt hier bringen? Schön, dann kann ich da runterspringen. Dann. Da wieder hin. Aber der hält sich doch an dieser dämlichen Arschstange doch nicht fest. Das ist doch das Problem.
Hä? Hä, warum? Ja. Muss man jetzt nicht verstehen. Warum jetzt auf einmal aufhören zu drehen? Ja. Ja, das ist wie es ist. Manchmal nicht ganz logisch und fuckhaft. Hörst du das? Das ist der Geist. Ganz ruhig. Das ist nur der Wind. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Diese Winde oder... Ich schwöre, wenn ich noch einmal Wüstengeist höre... Hörst du das, Kumpel? Ziemlich beschäftigt. Warum hat uns das Imperium keinen Spitznamen gegeben? Da, warum nur? Das ist die Ruine, wo wir hin müssen. So, die. Gar nicht da. Hoch? Ich glaube nicht. Achso, das kann er jetzt auch mittlerweile. Hier doch einfach runterklettern können. Ah, oh. Kick an! Kick an, wo wir sind. Ja, definitiv Marins Werk. Beweist eure Dominanz! Versucht nicht zu fliehen! Oh, ich hab gerade euch. Gegner ist mir recht schmutz. Ein Kampf nicht verfügbar? Oh. Diese Sturmtruppler waren auf diese Bedingungen nicht vorbereitet. Das schadet nicht, einen Wüstengeist auf unserer Seite zu haben. Vielleicht dreht sich der Wind ja ausnahmsweise mal zu unseren Gunsten. Keine Ahnung, warum der jetzt gestorben ist. Wieder ein Gutmacher. Okay, der Lauf sieht cool aus. Also der ist aber jetzt tot. Bringt hier also nichts. Ist immer keine Sorge, geht auf die Wege, die hier irgendeiner benutzt. Also Cat oder so. Eine Naturgewalt, was, Kumpel? Keine Sorge. Benutzt doch solche Wege. Ach, geht gar nicht. Passt ja. Direkt eine Abkürzung. Danke für gar nichts. Schreite voran, Reisender. Tritt ein. Eintreten? Wo rein? Wieder so ein Vieh. Ich hätte jetzt erwartet, dass... Warte mal nicht mehr. Ach ja, endlich. Mein Speicherpunkt. Halten wir einen Moment an. Hey, da unten ist dieser Schiffsfritze wieder. Oder täuscht er. Okay, weiter geht's.
Die Frage ist, wie komme ich da hin? Komme ich da hin? Da auf jeden Fall nicht. Ja. Genau. Genau so. Da dafür geht's nicht schon. Geh und sieh mal nach der neuen Einheit. Der Funkkontakt mit ihnen ist abgebrochen. Soll das ein Scherz sein? Ich will dieser Mordmaschine nicht näher kommen als unbedingt nötig. Komm schon, ist doch nur ein Droide. Wenn es nur ein Droide ist, warum siehst du da nicht nach, hä? Ja, das war doch wohl klar. Ruhe, Reflexion, Führung. Schreite voran, Reisender. Ermutigend. Kerl, Alter. Dein Ernst? Du springst echt gegen das dumme Stück Ding da? So, noch ein Scheiß. War ja doch nicht. Das war einfach nicht. Jedi. Okay, der sieht ganz cool aus, oder? Der sieht wirklich cool aus. Der ist auch cool. Bloß, ich hätte das gerne auf der anderen Seite gehabt. Ich kann die Farbe wechseln. Geil. Ja, mal neues. Wir haben Zeit. So, warum kann ich da noch nicht rein? Ich komme nicht durch. Das Imperium hat neues Spielzeug mitgebracht, Kumpel. Alter! Willst du mich denn verarschen? Ja, viel her! Komm zurück! Okay, was machst du denn für ein Blitz? Hier dann ausweichen und. Kein fairer Spielkamerad, was, BD? Ich höre dich, BD. Mal sehen. Das geht mir immer noch richtig auf den Sack, das Blocken- und Ausweichsystem. Hier. Da, ne. Oder hat mich im ersten Teil auch schon abgefuckt. Weil es einfach null reagiert. Das ist nicht gescheit. Mann. Warum springst du jetzt? Hä? Alter, was ist mit dir? Dahin! Ist doch nicht so schwer, Alter. Ha. Boah, krieg ich nicht auf. Hampelmann manchmal, Alter. Jetzt hat er ein neues Kostüm an. Du willst mich doch verarschen, oder? Macht nur Scheiße. Wir sollten vorsichtig sein. Wir wollen schließlich nicht vom Kurs abkommen. Ich glaube, der Jedi ausfällt, der ist nichts für dich. Ist da hoch? Alter, du willst mich doch komplett verarschen, Alter. Was hast du denn noch für Sorgen? Ist
noch nie im Leben hin. Reicht doch. Ich blick's nicht, Alter. Schon wieder so eine Kacke. Ich blick jetzt schon wieder nicht. Auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da einfach hin muss. Machen. Ach, da ist schon eine Jacke, ne? Die aus wie so ein Bademantel. Wir scheinen näher zu kommen. Wie soll denn das funktionieren? Da komme ich dann nie mehr hin, er rutscht ja schon runter. Ja, doch nicht. Kann man nochmal schweigen. Ui, was war das denn? Junge, will. Noch ein. Das Krötenviecher, Alter. Körper Einzelschwert erstmal. Feindlicher Agentur. Marin hält uns den Rücken frei, Kumpel. Das große Ding, da benutzt man nur bei irgendwelchen dicken Kämpfen. Ich schicke noch ein. Ich möchte in der Erde. Ah, jetzt sind wir hier. Ah, okay, wir kommen dem Ding näher. Das verschafft uns etwas Schwung. Aber dahin. Komm ich von da? Ich hab's auch.
Wie komme ich da unten rein? Komme ich jetzt zum Sturm oder muss ich da gar nicht hin? Oder kann ich da von anders hin? Okay, da komme ich nur rein, wenn ich durch die Tür komme. Und durch die Tür komme ich ja nicht, weil hier Wind ist. Das heißt, ich komme ja durch beides nicht. Plunder. Unnötiger Kack. Junge Kerl, Alter. Gibst mir richtig auf den Sack, ne? Deinem dämlichen Scheißblocken. Das funktioniert einfach nicht, weil du kacken dämlich bist. Alter, geh mich doch nicht auf. Fake mit deinem. Okay, du gehst mir nicht auf. Boah, Junge, block doch einfach, du Krötengesicht, ey. Und Lappen. Die lassen einen all die Knochenhaufen beinahe vergessen. Ach, Quatsch, nein! Ach nein, blocken. Merkst du selber, oder? Blödbirne. Noch eine Krypta. Ich wette, Marin würde den Ort hier lieben. Komm hier einfach durch. Ich werde jetzt zu dem Fisch fritzen. Ein Droide mit seinem Meister. Okay, Kryptorätsel. Ich kann diesen Aufzug von hier nicht holen. Von hier funktioniert der Lift wohl nicht. Ach Gott. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, das Rätsel muss aber irgendwie lösbar sein. Gibt es hier irgendwie Anhaltspunkte? Suche nicht den Pfad. Kehre in die Stille zurück, Reisender. Und der Weg offenbart sich. Das sagt sich so leicht, wenn man schon in Frieden ruht. Graf und Oma sind ganz schön viele Gräber.
das irgendwie eine Aufzeichnung oder so ein Scheiß? Okay, ich kann die auf jeden Fall irgendwie öffnen. Da ist nur... Wie? Weiß nicht, ob der Ding immer mit zu tun hat. Ich glaube nicht, weil hier habe ich schon öfter gesehen, die Schutzzeichen. Das Ding backt auch schon wieder rum, wie so. Also bist du denn komplett los? Ne, aber das Rätsel will ich jetzt auf jeden Fall nochmal im Tier gelöst haben. Das google ich jetzt. Vielleicht gar nicht so falsch, ne? Aber wo man die Lösung jetzt steht hier, keine Ahnung. Irgendwo. Gib mir Sim. Mal wieder. Und ein Druide. Aber ich habe jetzt auch keine Ahnung, wo die Lösung wird. Was haben wir denn hier? Muss ich mal lesen. Oder? Keine Ahnung, steht nicht mal dabei, wo das die Lösung stand. Noch ein Schmuckstück in Erinnerung an einen Reisenden, der den Weg zur Kreuzung gefunden und sich selbst verloren hat. Dafür ehren wir ihre Bemühungen und merken uns ihre Worte für immer. Jede Glocke steht für jemanden, der auf seiner Pilgerfahrt gestorben ist. Ah, genau, hier wollte ich eigentlich hin. Frier, Mann, Junge! Du erschreckst noch die Fische! Ja, wie jammert denn? Hast du mir nicht zugehört? Gehört schon, aber ich bin nicht sicher, ob ich verstehe. Es ist der Krach, Junge. Ein Fischer muss die absolute Kontrolle über die eigenen Sinne haben. Ei,
Wir sind im Bau des fächerschwänzigen Larfisches, der größten fauligen Stinkbombe jenseits des Tiefkerns. Soll das heißen, wir riechen faulig? Ein Löffelpfirsich seid ihr nicht. Keine Sorge, ich bin schlau und habe meinen Anzug mit dem Stinkmusch aus der Glotzamkrabbe eingerieben. Hoho, der alte Fisch wird nie erfahren, was ihn erwischt hat. Okay, gut zu wissen. Was auch immer du da machst. Und hier komme ich wieder nicht weiter. Ja. Okay. Auch gut. Also. Gute ist, die Lösung vom Grab steht einfach nirgendwo. Doch, hier steht sie. Ja, Alter, keine Ahnung, wir sollen auf sowas kommen. Soll die nicht mal passen. Keine Ahnung. Aber ich werde am Leben nicht drauf kommen. Aber ob sie Lösung überhaupt ist, weiß ich nicht. Also in der Lösung stand auf jeden Fall nicht, wo die Lösung stand. Was? Oh, wieso? Digga, was ist denn los mit dem? Entweder reagiert er gar nicht oder er reagiert viel zu oft. Und jetzt reagiert er wieder gar nicht. Da brauchen wir mal einen Controller. Aber. Springt das von der Klippe, den Scheiß ausgemacht und dann c'est la vie, Kerl Kessel. Komm schon, du schaffst das. Hier, bist du denn? Ich bin Kerl, das ist BD1. Ich bin Pili. Ich hatte heute gar nicht mit Pilgern gerechnet. Was machst du hier draußen? Ich gebe mein Bestes, aber hier wächst nur sehr wenig, wie du siehst. Du solltest das Kobo-System sehen. Dort wächst alles. Klingt wunderbar. Vielleicht mache ich das. Sag dem Barkeeper in Pailun Saloon einfach, dass ich dich geschickt habe. Er wird sich um dich kümmern. Pili Walde. Pili Gärtner wurde jetzt zu den Drachengarten verplant. Ach geil, jetzt können wir wenigstens meine Pflanzen mal wachsen. Pili, Fili, Mili. Gartenverwalterung. Okay, cool. Die Wege, die das kannst du sichern. Und auch in den Pflanzen wachsen lässt. Bis ihre volle Größe reicht, da haben wir 9% Freischalt zum speziellen Garten. Okay, cool. Das ist das für dich. Das hier führt zur Brücke. Und führt das runter? Nein, es führt zu nichts. Kennst. Wo denn? Ah ja. Ah ja. Eine Botanikerin in der Wüste. Sie muss sich ernsthaft verirrt oder verzweifelt nach ihrer Berufung gesucht haben. Jetzt aber diesen dummen Aufzug benutzen. Wow. Super toll. Ja.
Ganz toll. Jetzt habe ich einen Aufzug. Ne, halt, warte, geht's noch weiter. Question ist. Wo sie, glaube ich, sogar hin war. Sieh mal da. Die Brücke zur Pilgerzuflucht. Tatsächlich, Mann. Komm ich da irgendwie anders hin? Sieh mal, was wir gefunden haben. Ich könnte eine Pause gebrauchen. Ja, die gönne ich dir jetzt auch. Gut, so, dann würde ich mal sagen, dass ich hier das Video beende. Schön, dass ihr mit dabei waren, Bock drauf hat. Jo, gut, dann kämpfen wir uns hier noch ein bisschen alles weiter. Okay. Ich weiß gar nicht, was lang geht. Ich kann links und rechts gehen. Weiß aber auch nicht, was jetzt der richtige Weg ist. Der. Oh. Oder der. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Ja, doch. Guck, vielleicht gibt es noch hier irgendwas. Aber das mache ich ja im nächsten Video. Weil sonst wieder die wieder. Die muss schon Jahrhunderte hier liegen. Jetzt noch länger. Und dann komme ich gar nicht zum Ende. Deswegen mal eben hier schön. Ab zum Meditationspunkt. Ich habe schon wieder 3 Fertigkeitspunkte. Aber gut, die spare ich mir jetzt erstmal auf. Einfach nur, damit ich nicht immer so lange warten muss, wenn ich auch mal Sachen verbessern will. Jo, gut, dann würde ich sagen, wenn ihr mal drauf habt, dann seid gerne nächstes Mal dabei. Wäre ich ganz glaube ich auch sehr drauf freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt auch wieder noch einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss.